Gerade in dem Bereich Forschung und Lehre vermutet man ja, dass die immer mit am fortschrittlichsten drin sind und ganz vorne dran sind. Wenn man aber so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ist man doch immer wieder erstaunt, dass Forschung und Lehre als Marktteil des Public Sector tatsächlich sich auch dort in dem Innovationsbereich bewegt. Leider besteht in allen Bereichen der Hochschulen Modernisierungszwang und Bedarf. Und somit ist egal, in welchem Bereich man sich anschaut, gibt es Digitalisierungsmöglichkeiten. Also nicht nur in dem administrativen Bereich, sondern auch im Forschungsbereich und auch in der Lehre. Mit Leonardo haben wir ja die technische Basis im Grunde genommen geliefert und der HANA-Plattform. Was wir jetzt feststellen, ist, dass die Kunden auch ein bisschen Anregung brauchen. Jeder spricht über Digitalisierung, aber was bedeutet das denn eigentlich für mich und was möchte ich denn eigentlich digitalisiert haben? Also es kann zum Beispiel sein, wie möchte ich meinen digitalen Campus gestalten? Was möchte ich für den Studierenden der Zukunft tun? Wie möchte ich mit ihm kommunizieren? Wie soll die Lehrveranstaltungsplanung aussehen, also inhaltlich? Das können unterschiedlichste Themen sein. Das können strategische Themen sein, das können aber auch kleine fachliche Themen sein. Früher, in Anführungsstrichen, waren die Einführungsprojekte ja immer sehr lange. Man hat Vorstudien gemacht, Konzepte. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man relativ schnell sich hinsetzen kann, einen kleinen Prototypen bauen kann, sodass man schon mal erste Ergebnisse zum Erleben hat.